Die zugesagten Leopard-Kampfpanzer sind noch nicht mal in der Ukraine. Da kommen bereits Forderungen nach weiteren Waffen. Kampfflugzeuge, weitreichende Raketen und sogar U-Boote. Angesichts der jüngsten russischen Angriffe und dem seit fast einem Jahr dauernden Krieg ist das aus ukrainischer Sicht mehr als nachvollziehbar. Doch hierzulande mehren sich Stimmen, die vor immer mehr und immer schwereren Lieferungen warnen. Der Bundeskanzler mahnt etwa, bei den Waffen nicht in einen Überbietungswettbewerb einzusteigen. Es könnte der nächste Schritt westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine werden. Raketen aus US-Produktion mit größerer Reichweite für die bereits gelieferten HIMARS-Systeme. Laut Kiew ist man bereits in Verhandlungen mit Verbündeten. Dabei hatte der Westen weitreichendere Raketen bisher abgelehnt. Hat man bisher von NATO-Seite und ich glaube auch von der amerikanischen Seite her sehr sorgfältig darauf geachtet, dass das kein Krieg ist, der auf Ziele in Russland getragen wird, es sei denn, das sind militärische Ziele, von daher auch ein gewisses Risiko und dieses Risiko sollte man tunlichst vermeiden, um den Krieg nicht auf diese Art und Weise zu eskalieren. Bundeskanzler Olaf Scholz warnt nun davor, in einen Überbietungswettbewerb einzusteigen, auch mit Blick auf die jüngste Diskussion um mögliche Kampfjet-Lieferungen. In der SPD ist man sich einig. Kampfjets wären eine Dimension von Waffensystemen, die wir uns vorwagen würden, die jetzt kaum handelbar sind. Das ist in der Ausbildung, in der Durchführung so komplex. Und ich spreche mich auch deutlich dafür aus, wir müssen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit im Blick behalten. Angesichts der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine haben zuletzt viele Deutsche ihre Sorge vor einer Ausweitung des Krieges geäußert. Aus Reihen der CDU deshalb nun die Forderung, diese müsse die Politik ernst nehmen. Mir persönlich wird in der öffentlichen Diskussion zu viel über Waffen und zu wenig auch über diplomatische Antworten und Lösungen diskutiert. Da würde ich mir mehr Aktivität auch von der Bundesregierung innerhalb Europas wünschen. Die nächste Forderung aus Kiew. Vize-Außenminister Andriy Melnyk forderte auf Twitter ein deutsches U-Boot, um die russischen Flotten aus dem Schwarzen Meer zu vertreiben. Doch zum Kampf gegen Russland kommt nun auch vermehrt der Kampf gegen Korruption im eigenen Land. Nachdem mehrere Fälle von Bestechung bekannt geworden sind, greift der ukrainische Präsident Selenskyj nun hart durch. Mehr als ein Dutzend Minister und Funktionäre mussten bereits ihren Hut nehmen. Über den Korruptionsskandal berichtet Ulrich Küspert. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Resnikow trifft seine Amtskollegen Mitte Januar in Ramstein. Zu Hause steht gleichzeitig sein Ministerium im Zentrum eines Korruptionsskandals. Es soll Lebensmittel für Soldaten zu massiv überteuerten Preisen bestellt haben. Sein Vize-Verteidigungsminister und weitere Beamte müssen gehen. Die Ukrainer selbst überrascht der Skandal kaum. In unserer Regierung gibt es schon seit Jahren Korruption, aber wie wir jetzt sehen, versucht die Regierung wenigstens etwas dagegen zu tun. In jedem Krieg gibt es Menschen, die sterben und einige, die daran verdienen. Der Korruptionsskandal beim Militär ist indes nur die Spitze des Eisbergs. Weitere Vorwürfe, Veruntreuung von Hilfsgeldern und Schmiergeldzahlungen. Mehrere Gouverneure und Vizeminister wurden bereits entlassen. Präsident Selenskyj geht in die Offensive. Alle Probleme, die den Staat behindern, werden beseitigt und auch weiterhin beseitigt werden. Das ist fair, das ist notwendig für unsere Verteidigung und es hilft unserer Annäherung an die europäischen Institutionen. Auf dem 180 Länder umfassenden Korruptionsindex von Transparency International liegt die Ukraine auf Platz 122. In Europa schneidet nur Russland mit Platz 136 noch schlechter ab. Zum Vergleich, Deutschland liegt auf Platz 10. Es ist gut, dass es sichtbar wird, dass dagegen vorgegangen wird. Und ob diese Art, wie derzeit dagegen vorgegangen wird, die richtige ist, das bleibt abzuwarten. Das muss man tatsächlich prüfen. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich nicht ausreichend sein. Skeptisch macht jedenfalls, dass staatliche Stellen die Arbeit der ukrainischen Antikorruptionsbehörde NABU immer wieder behindern, etwa indem sie deren Agenten enttarnen. Und auch der Chefposten bei der NABU ist bereits seit einem Jahr unbesetzt. CDU-Chef Merz sieht in der Partei keinen Platz mehr für den umstrittenen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Das Maß sei voll. Maaßen sei aufgefordert worden, die Partei zu verlassen. Seine Sprache und auch sein Gedankengut hätten keinen Platz mehr in der CDU, so Merz gegenüber der Bild am Sonntag. Am Dienstag hatte die Parteispitze bekannt gegeben, dass sie ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen nun prüft. In den letzten Jahren fiel der 60-Jährige immer wieder mit rechtspopulistischen Äußerungen auf. Nichtsdestotrotz wurde er Samstag zum Vorsitzenden der rechtskonservativen Werteunion gewählt.
Die Zahl der Straftaten in Zügen und an Bahnhöfen ist 2022 merklich gestiegen. Die Bundespolizei hat fast 400.000 Straftaten verzeichnet, 12% mehr als noch im Vorjahr. Das berichtet die Bild am Sonntag unter Berufung auf eine polizeiliche Auswertung. Darunter befinden sich auch 14.155 Körperverletzungen. Außerdem haben sich demnach die Gewalttaten mit Messern, wie etwa vor kurzem in Brugstedt, mehr als verdoppelt. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger lag bei schwerer Körperverletzung, Raub, Mord und Totschlag bei 55%, so die BAMS weiter. Ex-US-Präsident Donald Trump möchte es noch einmal wissen und hat nun ganz offiziell seinen Wahlkampf für eine weitere Präsidentschaftskandidatur eröffnet. Dabei verkündete er auch direkt wieder seine ganz eigenen Wahrheiten. Die letzte Wahl hat er natürlich gewonnen und den Krieg in der Ukraine gäbe es mit ihm als Präsidenten nicht. Bislang ist Trump allerdings der einzige Anwärter der Republikaner. Gegenkandidaten haben sich zumindest bislang noch nicht aus der Deckung gewagt. Luisa Stange mit den Details. Er will es noch mal wissen. Donald Trump meldet sich zurück im Wahlkampf. Überraschend in überschaubaren Veranstaltungen in New Hampshire und South Carolina. Der kleine Rahmen eher ungewöhnlich für Trump. Jubelten ihm sonst immer tausende Anhänger zu. An der Botschaft des Ex-Präsidenten hat sich aber nichts geändert. Ich bin wütender und engagierter als je zuvor. Ich habe uns aus dem Krieg herausgehalten. Unter meiner Führung wäre es niemals zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gekommen. Und selbst jetzt könnte ich das in 24 Stunden lösen. Trumps Rückkehr auf die Bühne, sein erster großer Auftritt, nachdem er im November bekannt gab, 2024 das Weiße Haus zurückerobern zu wollen. Bislang ist der 76-Jährige der einzige Republikaner, der seine Bewerbung als Präsidentschaftskandidat offiziell bekannt gegeben hat. Die Wahl 2024 ist unsere einzige Chance, unser Land zu retten. Und wir brauchen jemanden, der bereit ist, dies vom ersten Tag an zu tun. Als schärfster Konkurrent von Trump gilt der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sollte er ins Rennen um die Kandidatur einsteigen. Denn Trump selbst kämpft seit Monaten mit schwächelnden Umfragewerten. Die US-Wahl findet nächstes Jahr im November statt. Ob es dann zu einer Neuauflage des Duells von 2020 kommt, unklar. Der amtierende Präsident Biden lässt bislang noch offen, ob er wieder kandidiert. Im Social-Media-Zeitalter muss jeder Schnappschuss sitzen. Das wissen natürlich auch Politikerinnen und Politiker und deswegen überlassen sie das am liebsten gleich Fachleuten. So werden Fotografen engagiert und Visagisten am liebsten gleich mit. Das kann schnell verdammt teuer werden und die Rechnung begleichen dann die Steuerzahler. Lore Schulze-Felmede verrät Ihnen, wer sich den schönen Schein am meisten kosten lässt. Top gestylt, geschminkt, frisiert, bei jedem Termin. Dafür hat Bundesaußenministerin Baerbock im vergangenen Jahr rund 135.000 Euro ausgegeben. Eine Maskenbildnerin würde die Ministerin auf den zahlreichen Dienstreisen im In- und Ausland begleiten, so das Auswärtige Amt zu den Kosten. Make-up für Politiker, finanziert durch Steuergelder. Ich finde es unmöglich, dass man für sowas viel Geld ausgibt. Also du musst ja quasi gewisse Gesichtsschönheiten oder so einhalten für die Nachrichten, Politik, Presse und. Nicht nur fürs Schminken, auch für professionelle Fotografen haben Politiker in den vergangenen Jahren teilweise ordentlich Scheine hingeblättert. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck in 2022 zum Beispiel stolze 83.184,06 €. Zum Vergleich, Amtsvorgänger Altmaier von der CDU waren hochwertige Fotos im Jahr 2019 nur rund 31.800 € wert, ein Plus von rund 160%. Sparsam hingegen Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD, rund 25.000 € für Fotografen im Jahr 2022. CDU-Politiker Spahn hatte dafür 2019 noch mehr als 45.600 € ausgegeben. Make-up, Haare, Fotos, viel Geld, Steuergeld für die perfekte Außendarstellung also. Die sei aber wichtig, so ein Mann vom Fach. Ich denke, ein gutes Aussehen, gepflegt sein, gut angezogen sein, ist ja eine Art Berufskleidung. Und sie repräsentieren ja für uns, also Deutschland in der ganzen Welt. Dabei nur nicht zu dick auftragen. Am Ende ist schließlich der Inhalt immer noch wichtiger als das Aussehen.
Nach den schweren Regenfällen und Überschwemmungen in der neuseeländischen Stadt Auckland ist die Zahl der Todesopfer nun auf 4 gestiegen. Ein Drohnenbesitzer entdeckte die Leiche eines vermissten Mannes in rund 1 Kilometer Entfernung von dem Ort, wo der am Freitag von den Wassermassen mitgerissen worden war. Für die größte Stadt Neuseelands gilt weiterhin der Notstand, denn Meteorologen rechnen mit weiteren Unwettern. Durch die Wassermassen kam es auch zu einem Erdrutsch, wie Perdita Heise berichtet. Häuser und Autos sind schwer beschädigt, Schlammmassen schieben sich in Wohngebiete. Nach extremen Regenfällen auf der Nordinsel Neuseelands zeigt sich jetzt das ganze Ausmaß der Zerstörung. Besonders betroffen die Millionenstadt Auckland. Am Freitag wurde dort der regenreichste Tag seit Beginn der Aufzeichnung gemessen, der Notstand ausgerufen. Inzwischen ist klar, mindestens 4 Menschen sind ums Leben gekommen. Bei den Betroffenen herrscht Fassungslosigkeit. Mein Nachbar rief mich mitten in der Nacht an und sagte, komm raus, komm raus. Dann sah ich die Verwüstung. Ersthelfer und Feuerwehrleute waren schon im Einsatz. In einem Haus wohnte eine Familie mit Kindern. Zum Glück blieben alle unversehrt. Auf dem Höhepunkt der Überschwemmungen waren zehntausende Haushalte ohne Strom, viele auch ohne Wasser. Menschen müssen ihre Häuser verlassen, suchen Schutz in Notunterkünften. Die stellvertretende Premierministerin spricht von einer traumatischen Erfahrung für viele Neuseeländer. Viele Familien mussten ihre Häuser verlassen und wissen nun nicht wohin. Einige haben alles verloren, manche hatten Todesangst. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt. Aufatmen können die Neuseeländer trotzdem noch nicht. Die Behörden warnen vor weiteren starken Regenfällen. Es war ein dramatisches Finale mit einem deutschen Happy End. Zum ersten Mal seit 17 Jahren sind die Hockeyherren wieder Weltmeister. Das Team von Trainer André Henning gewann im Finale gegen den noch amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Belgien mit 5:4 im Penalty-Schießen. Auch ein früher 0:2 Rückstand hatte die Mannschaft nicht aus dem Konzept gebracht. Gefeierter Held war am Ende der Schlussmann Jean Dannenberg mit 3 vereitelten Penalties. Und mit Tennis geht's weiter, denn letztes Jahr noch war er vom Turnier ausgeschlossen wegen Corona, dieses Jahr dann der Titel. Tennisstar Novak Djokovic gewann zum 10. Mal die Australian Open. Gegen den Griechen Tsitsipas siegte er in 3 Sätzen und setzte damit einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Der 35 Jahre alte Serbe holte seinen 22. Grand-Slam-Turniersieg und zieht dadurch mit seinem spanischen Rivalen Rafael Nadal gleich. Außerdem gewinnt die neue Nummer 1 der Weltrangliste die umgerechnet 1,95 Millionen Euro Preisgeld. Letztes Jahr durfte er wegen einer fehlenden Corona-Impfung gar nicht erst starten. Und nach der Niederlage gegen Union Berlin gab es bei Hertha BSC nun eine überraschende Personalentscheidung. Nicht etwa der Trainer muss gehen, sondern Sportgeschäftsführer Freddy Bobic. Das Präsidium und der Aufsichtsrat entschieden nach dem Spiel, den 51-Jährigen von dessen Aufgaben zu entbinden. Bobic hatte sich im Juni 2021 der Hertha angeschlossen und wollte den Verein stabilisieren, was ihm jedoch nicht gelang. Aktuell steht die alte Dame auf Tabellenplatz 17. Übernehmen wird den Job als Sportdirektor nun der ehemalige Leiter der Nachwuchsakademie, Benjamin Weber. Unterstützt wird er dabei vom ehemaligen Hertha-Profi Andreas Neuendorf. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.